Moin aus Berlin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bausimulator 22. Bei mir hat die Aufnahmetaste so ein bisschen geklemmt, glaube ich. Das hat so ein bisschen gedauert. So, wir haben... Achso, genau. Ich bin unterwegs hier mit Intoxic Zockt, a.k.a. Bodo Bagger. Servus. Genau, wir haben den nächsten Auftrag aufgenommen. Ja, Wasserstofftanks, hör mal. Da darfst du nicht rauchen, Bodo. Was? Moment. Da gibt's dann, sonst macht das Bums und dann... Ach, verdammt, Feuer geht nicht. Obwohl, wenn... Warte mal. Wenn du da rauchst, dann Bums, Bodo weg. Cool. Also rauchen. Was? Hast du jetzt gerade gesagt, Bums, Bodo weg? Ja. Wird das jetzt eine 18... wird das jetzt eine 18-Plus-Folge? Nee. Mensch, mir hängt ein Haken vor der Linse. Ich komm mal mit dem Kran vorbei, vielleicht brauchen wir den da. Könnte ich mir so vorstellen, vielleicht. Was müssen wir denn da als erstes machen, ne, Ma? Was müssen wir da als erstes machen? Als erstes muss der Mörtel weg. Wer? Der Mörtel muss weg. Du meinst den Bagger? Der Mörtel muss weg. Der Mörtel ist da. Der ist der wichtigste. Er ist der weltbeste Schwertransportfahrer. Hat man ja gesehen. Ja, hast du die Spezialteile schon geladen? Was für Spezialteile? Ja, Tankbauteile. Nein, muss ich zum Stahlhandel, wa? Ja, wahrscheinlich. Ja, warte mal, ich sitze gerade im Mobilkran. Ja, dann sitzt du im Falschen. Warum? Ja, weil wir einen Tieflader brauchen. Ja und? Wir müssen das Zeug doch auch irgendwie aufladen. Das wird doch verladen, oder nicht? Nee. Ah. Nein, Stahlhandel. Die verladen nichts, die faulen Säcke. Ich fahre halt mal drei. Dann muss ich denen alle mal 3 Euro in die Hand drücken, dann verladen sie die auch. Sicher? Ja, nicht immer so geizig sein. Wir haben die noch nie was verladen. Ja, weil du immer so geizig bist. Ja, aber wo muss denn dann der LKW rein? Wie oft bin ich da schon in die Ladezone gefahren. Tankbauteile, Spezialteile liefern, okay. Wie oft bin ich da schon in die Ladezone gefahren? Hab mal lieb gefragt, Mensch Jungs, ladet mir das eben auf. Nein, haben sie nicht gemacht. Wo kommt denn das weg vom Stahlhandel? Das weißt du nicht. Weiß ich nicht. Was weiß denn ich? Weißt du überhaupt irgendwas, außer dass ein Auto 4 Räder hat? Ja. Das war doch, oder? Auto, 4 Räder und Strombo. Stahlhandel. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wir können es ausprobieren, aber wir haben die hier noch nie weiter aufgeladen. Speziallieferung. Aha. Sind im Stahlhandel erhältlich. Okay, dann mache ich da mal... Fuhrpark. Einsteigen. So, einmal schnell mit Taxi rüber, wa? Aber sowas brach. Ah, jetzt und jetzt wollen wir auch zum Stahlhandel. Okay, dann bin ich mal gespannt, ob die da wirklich auch, weil du sagst, ich meine, klar, wenn man da was für bezahlen muss, wäre ja in Ordnung. War ja kein Problem mit. Das wäre das erste Mal, dass die was aufladen. Ja, du hast noch einen Ladekran dabei. Wie die letzten Container, die haben sie auch nicht aufgeladen. Ja, die haben aber auch nicht beim Stahlhandel geholt, oder? Doch. Echt? Haben sie einen riesen Portalkran hinten dran hängen und dann machen sie. Ja, es gibt ja auch eine Ladezone, aber die laden trotzdem. Ich sag mal, wer hat den. Der steht ja ziemlich beschissen jetzt hier, Mensch. Ich will erstmal sehen, dass ich hier wieder runterkomme. Ich fahr da jetzt mal hin und guck mal.
Oh, ich höre Martinshorn. Ich glaube, die Polizei ist hinter uns. Ja, am besten hupen und blinken und sagen, hier bin ich, hier bin ich. Oh, Bohrung. Ich sehe es gerade. Hui. Geld, das freut die Opa. Ach, sowas wie Zauberarbeit. Darfst du Löcher bohren, du? Das freut mich ja so dermaßen. Oh. Jesus Maria. Vater im Himmel. Vater unser im Himmel, Maria. Hörst du mal da einsteigen, noch in die Krawallputz. So, ich bin jetzt auf dem Weg zum Stahlhandel. Also ich fahre da ja in den Träger, in den Ladeträger. Na Junge, Junge, und dem Ding hier fahre ich demnächst Stocker. Warte mal, wenn ich... Ah, okay. Ich probier mal was. Nee, das wäre dir ja die Wandfabrik. Da müssen wir ja nicht hin. Nee. Die Wandfabrik lädt auf. Die haben auch diese langen Trigger. Das geht. So. Also wir müssen zum Stahlhandel. Der Stahlhandel hat keine langen Trigger. Der hat hier vorne nur diese komische Ladebuchte. So. Da fahre ich jetzt mal rein. Jetzt gehe ich hier einkaufen. Betreten. So. Ja, die kann ich nur kaufen. Mehr kann ich nicht machen. Kann ich nicht aufladen lassen. Ey, dann schmeiß halt selber auf dem LKW. Ja, aber ich meine nur, es ist eigentlich schade, dass das nicht geht, ne? Ja, eigentlich schon. Gerade so Stahlkrempel und so, ne? Das ist ja doch schwer, ja. Ist das, ne? Und nö. Nee, wie kommt denn da drauf, dass das schwer wäre? Aber ich nehme trotzdem gerade den Mobilkran dafür. Aber du kannst, wenn du unterwegs bist, auch gleich die Dingens mitbringen, gell? Wen? Na ja, Bohrgerät. Nee, ich hab den Tieflader voll. Was soll ich denn da mitbringen? Bohrgerät. Den musst du schon selber holen. Der Gerät. Ja, hol doch. Wenn ich hier die Stahlteile hab, passt das auf den Tieflader nicht mehr drauf. Den kann ich nicht holen. Das wird nix. Ausreden. Musst du liefern lassen. Ausreden. Alles Ausreden. Tja. Was sollen Tanks werden? Wer verschweißt die denn? Hoffentlich nicht der Bagger. Die werden nie im Leben dicht. Wollen nur so. Was? Extra Schweißerprüfung gemacht. Hm? Tankschweißer. Wenn ich schon wieder, wenn ich auf die Karte schon wieder gucke mit den Aufträgen und ich sehe da oben Straße am Dingslager, ne, dann frage ich mich, was die damit machen. Die habe ich inzwischen dreimal habe ich die gemacht. Gefräst und neu geteert. Baupfusch. Ich weiß nicht, was die da immer mitmachen, ne, ganz ehrlich. Die schreit nach Baupfusch, sicher dreimal gemacht hast. Muss die mal anständig machen. Ich mach ja. Die kein viertes Mal. Nee. Ja, kann man ja eigentlich mal so sagen, weil wir werden jetzt noch die interessantesten Sachen fertig machen, das was wir noch nicht gemacht haben. Manche Aufträge scheinen sich hier aus irgendeinem blöden Grund zu wiederholen. Ja, das ist wie auf der Deutschlandkarte mit hier baue Wohnhaus XYZ. Ja, das
Wiederholt sie ab permanent oder Lagerhalle oder Silo. Ja, hier ist bloß, dass die Sachen immer dann auch an der gleichen Stelle stehen wie vorher. Das ist, oder wie gesagt, oben die Straße am Öllager zum Beispiel, am Treibstofflager. Die taucht alle nasenlang wieder auf. Ich weiß nicht, warum sowas nicht abgeschlossen wird. Fertig ist fertig. Ja. Fräst doch da nicht 10.000 Mal die Straße auf und so weiter. Ja, warum denn nicht? Ich meine, wenn ihr Photovoltaikanlage gebaut habt, dann habe ich eine Photovoltaikanlage gebaut, ne? Ja. Und wenn ich das Geodom errichtet habe, dann habe ich das Geodom errichtet. Da brauche ich nicht noch 5 andere Geodoms. Ja, es kann ja sein, dass das Geodom dann meinetwegen noch ein Gewächshaus dazu ist. Ist ja auch okay, aber wenn das da 10-mal baust und 10-mal an der gleichen Stelle, dann passt irgendwas nicht. Ja. Deswegen, und dann werden wir auf die Europakarte zurückgehen und da noch unser Wohnviertel zum Beispiel fertig machen. Ja, wir wollten jetzt hier nur 3 Baudinger machen, ne? Einmal dieses Flüssigkeiten-Gedöns, was wir jetzt machen. Photovoltaik wollten wir noch machen und Radioteleskop, ne? Ja, genau. Dann wollten wir wieder retour. So. Ja, so ist es. Ach, wie viele Löcher musst du bohren? 2, wa? 2 Stück, sagt er. Ja, den Trigger konnten sie echt nicht bescheuerter legen, oder? Du stehst bescheuert. Ich steh bescheuert. Ich versuche mal, ob ich da dran komme, dass ich den wegziehe, ohne dass ich dich aus dem... Bleib mal gerade so. Das könnte eventuell klappen. Aber ja. Warte. Geht doch. Jetzt hab ich. Und fährt voll gegen das Burgstück. Ja, Gott sei Dank ist das nicht meins. Dein. Du musst es abkönnen, sonst hätte es kein Bohrgestänge werden dürfen. Ja. Deine Gerätschaft. Nee. Außerdem kann man ja auch mal ovale Löcher bohren. So. Weißt du übrigens, was das Erste ist, wenn du Chef von einer Firma werden willst? Auf jeden Fall Mörtel nicht anstellen. Ja, du musst lernen, den Leuten beim Arbeiten zuzugucken. Ja, da bin ich schon Experte drin. Ja, und da musst du absolut schmerzfrei bleiben. Das ist ja was bei dir gar nicht so geht, ne? Du bist ja auch nicht schmerzbefreit, ne? Nee, ich kann mir das Elend da nicht angucken, weißt du? Tja. Was soll ich dazu noch sagen? Wahrscheinlich nichts. Ich hol mal den Pott her, wa, oder? Ja, das möchte ich gerne machen, weil das müssen wir jetzt dann eh ausgießen. Ja. Kieslieferung, Kies müssen wir auch liefern. Aber egal, dann machen wir mit dem Pott. Dann kann einer Kies liefern, verdichten. Und ein Plattenfundament müssen wir noch machen.
Ja, perfekt, dann hole ich diesen Pott aus dem Warenlager. Warenausgabe, Lager, der da. Warenausgabe an Baustelle liefern. So. Übrigens, der Rest von dem Bohrer hängt im Kran. Und es macht nichts. Aber wie hast du gerade gesagt, wer ist kein Bohrer wollen, der muss das abkönnen. Genau. Da war ich dann nicht einmal, bis ich mich weggedreht habe, verstehst du? Nee, nee, das muss ja alles flugs laufen, ne? Also. Da kann ich lange warten, da muss, ne, wie die Straße letzte Woche. Das muss alles, muss das und so. Boah, wobei die Straße war cool. Ja. Du warst noch mitten am Fräsen, da bin ich schon mit der Teermaschine. Das war genial. Das war im höchsten Maße effizient, auf jeden Fall, ja. Das bloß mit zwei Bohrungen verankert ist. Klingt Weiß nicht. ein bisschen wenig. Ach, wenn das so ein Statistiker ausgerechnet hat, dann soll das wohl passen. Ja, wenn die sagen, zwei Bohrungen der Größe langen, sein. Aha, du stehst im Baustellenbereich in Toxic. Immer Warum diese hast du eigentlich immer in Toxic über Unterstellungen. deinem Kopf stehen? Das ist ja. Mal. Ja, und bei dir steht Berlin, Place. Deine Mama dir das aufgeklebt oder was? Wer ist denn Ach, Berlin, Place? ich habe keine Ahnung. Ich nehme ihn auch nicht. Kies liefern und verteilen. Muss er verdichtet werden auch? Kiesverdichtung, ja. Was willst du machen? Verteilen oder verdichten? Dichten. Dann nehme ich den Dichten. Kies. Dann nehme ich jetzt den Kies-LKW. Oh, Schole mio. Na halt, das war ja was anderes. So. Schnell mit dem Takt. Warum ist hier eigentlich Sand drin? Hehehehe. Ich habe hier Sand im LKW. Sowas. Mal ist falsch geladen. Hä? Hä? Nee, das Ja, ist noch vom letzten Mal. Ich habe hier ein Geodom gebaut. Die wollten eine Kiste Sand haben, weißt du? Wir wollten einen Sandspielplatz, ne? Ja, ich weiß Ja. schon. Ich weiß schon. Wow! Ich Yeah! bin auf vier Rädern durch die Kurve, du. Uhu! Also die vier linke Räder.
Wo ist der Beat? Alter, wenn der beladen hier und singe, wenn der beladen ist, dann hat der aber echt ein Problem, du. Wenn der Bin Laden ist. Ja, ja, wenn der Bin Laden ist, genau. Ich bin schon unterwegs. Du wird's Zeit. Die Uhr tickert, mein Freund. Die Uhr tickert. Oh, Alter, da kommt er angeholzt. Wow. So, dann wollen wir mal erstmal das verkaufen, was da drin ist, ne? Hallo? Okay. Aha, jetzt. Ah ja. Diggidi-dack, diggidi-dack, diggidi-dack. Kies, wa? Nee, Erde. Ich kipp dir auch Erde da rein, so ist das nicht. Boah, dann selber wieder rausschaufeln. So, vier Löcher. Du hast ja nur zwei gebohrt. Wie kommen hier vier Löcher rein? It's magic. Bist du etwa bei den Ehrlich Brothers? Ja, was ist sowas von? Hier ehrlich vier Löcher reinbauen. Ehrlich, ehrlich die Leute scheißen. Hör mal, du, das nur nötig, dass du das so aufstößt. Ja. Das tut so not, weißt du, das muss so. Guck, siehst du? Mach ich schön, ne? Ah, Träumele, also 25% heißt 4 LKWs. Das könnte wohl so sein, ja. Gucken wir mal. Aber Schäfer jetzt im Kreis. Der Wahnsinn ist ja das. Ja, das hatte ich, so wollte ich das eben haben, weißt du? Ein schöner Donut macht er doch. No. Mach mal die Flak-Scheinwerfer an. Spot an. Schon gut, ne? Aber sowas von. Richtig schön im Kreis hier und Rest kippe ich jetzt hier in der Mitte und dann.
Bist du ja mit deiner Walze schon da? Bin ich doch die ganze Zeit da und was? Ach, du kannst ja noch nicht verdichten, stimmt, weil das noch nicht im Konzept steht. Ja, ich verstehe schon. Sobald er sagt verdichten, geht's los. Ich hole jetzt für 1% hole ich jetzt nicht nochmal Kies, ey. Ganz ehrlich. Das kann es ja wohl nicht sein jetzt, ne? Jetzt hat er die 100. Siehste wohl. Was müssen wir dann machen? Dann müssen wir auspacken. Auspacken kann ich, du. Na, dann machen wir Feierabend. Ah, nee, ich pack dann noch aus, wenn du fertig bist. Auspacken will ich heute noch. Da bin ich zu neugierig, was da wohl drin sein tut, weißt du? Ja, Beton, was denn sonst? Schön Beton gießen. Ja. Ist denn schon Weihnachten? Ah, so ein leckeres Käffchen, wa? Ja, Mensch, das machst du aber schön. Da kriegst du keinen Drehwurm davon, du. Da wäre schon ganz schlecht. Du so immer so im Kreis, du, hör mal. Mir gleich ist schon schlecht. Boah, gleich kann ich auspacken. Und dann mache ich Feierabend, wenn ich ausgepackt habe. So, jetzt halt. Ja, jetzt. Und dann kommt Gießen, du, pass auf. Na, Frale, weil Baustallmatten. Was soll denn da großartig anders? Da kommen wir aus der platten Fundamenten. Ja, aber das machen wir nach einer wohlverdienten Nachtruhe in der nächsten Folge, im nächsten Vlog. Und wie gesagt, bei den Aufträgen, da gucken wir halt mal, wie das aussieht. Was es da in Zukunft noch geben wird. Hier sehe ich schon wieder Verkehrsstraße, Startgelände und so weiter. Ja, Flüssig-Sauerstofftank, den können wir noch bauen. Schon wieder eine Produktionshalle, die haben wir auch schon zweimal gebaut. Verkehrsstraße, Treibstofflager, habe ich ja schon gesagt, die habe ich schon dreimal erneuert. Also das werden wir dann weglassen, wenn da nichts Neues mehr kommt und gehen wieder zurück auf die Europakarte. Und gucken, was da noch so zu machen ist. Richtig, und dann hoffen wir natürlich auf die auf die Updates, ne, die es dann noch so kommen im jo. Seasons Pass. Genau. Genau so schaut's aus. Also in diesem Sinne, beim Intoxic reinschauen, Däumchen da lassen, Abo da lassen und so weiter und so fort. Und in diesem Sinne sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Das wäre dann am nächsten Dienstag. Jawohl, so sieht das aus. Jo. Und bis dahin erstmal. Ciao, ciao, macht's gut. Tschüss. Servus. Thank you.